So, meine Freunde, Folge 10 von Let's Learn Zerg gegen Alex, einen Goldzerg. Ich bin gespannt, was Alex kann. Der erste Goldgegner seit langem, sag ich mal. Oh, unser Overlord bewegt sich gar nicht. Es ist natürlich suboptimal. Wir bewegen ihn mal dahin. So, mal schauen, ob wir Fun haben werden. Wenn du nämlich cheatst, du Mongol, dann habe ich nämlich keinen Fun. Jetzt kommt ein Overlord. Da wir gegen einen Zerg spielen, können wir nämlich direkt hierhin fliegen. Wir bereiten unseren Suicide Overlord schon mal vor. Okay, in der letzten Folge haben wir einen ziemlich komischen Gegner gehabt, der wollte, dass wir ihn trainieren. Ja, sowas soll es anscheinend auch noch geben. Wings of Liberty, irgendwie komisch bis jetzt. 10 Spiele, 0 Niederlagen bislang. Also eigentlich ziemlich optimal so für Offenhammen, dass man nur Siege hat, so ungefähr. Finde ich jetzt nicht schlecht. Aber es werden natürlich auch Niederlagen kommen, auch bittere und blöde Niederlagen, aber die werdet ihr euch, also dieses Leid werdet ihr mit mir teilen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Drone Scout heißt nichts Gutes, finde ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er spielen wird. Also, zweiter Overlord ist schon mal auf dem Weg zu ihm. Ja, wir sind jetzt mit 15 Drohnen wieder. Ich bin jetzt auf dem Weg, meine Hatch zu nehmen. Was ziemlich lustig wäre, wenn hier jetzt so eine Hatch wäre von ihm. Ah, jetzt will er mir auf den Leim gehen. Ein bisschen meine Hatch denyen. Naja. Ah, du Mongo. Echt, ey. Unsere Drohnen werden angegriffen. Ja, toll. Gut gemicrot, ganz groß von uns. Ja, toll. Ne? Hat er seine Drohne fast verloren. Wir haben unseren Overlord verpennt, leider. Macht aber noch nichts. Wir haben ja nämlich hier unseren Plan, immer Crawler. Und Crawler zu bauen und dann können wir jetzt unsere Queen bauen mit 150. Genau, und dann ist der Obi auch noch fertig und dann drohen wir weiter. Dann hätten wir quasi unseren Plan B auch geschafft. Sehen, dass der Goldzerg seine Echse fast durchgebracht hat. Muss ich mal hier schauen, ob ich das auch noch schaffe, irgendwie in einer Art und Weise. Er spielt auf jeden Fall ein Makro-Game. Das finde ich schon mal toll. Muss ich sagen. mal schauen, wie lange es noch Micro-lastig bleibt. Das ist so meine Frage, die ich Ihnen stellen muss. Zack. Queen, kommt bitte runter. Und ihr auch. So, und hier, bevor ihr weiter... Zack, zack. Und ihr macht euch mal bitte hier stabil. Queen ein bisschen weiter vor. Der Obi ein bisschen hierher. Ein paar Zerklinge. Wenn wir noch ein zweites Paar bekommen würden, wäre mir das jetzt auch recht. Zack, 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 zack. Wir drohnen auf. Bauen natürlich hier unten noch eine Queen. Das ist schon unsere feste Queen, kann man eigentlich sagen. Beziehungsweise, wenn wir hier noch eine bauen, dann können wir einfach beide Queens benutzen. Wir nehmen uns ein Watchtower, zwei Watchtower. Wie ist die Bedrohung? Großes Drohnen-Saturationsmaß oder hält sich es in Grenzen? Es hält sich nicht in Grenzen, es ist recht groß, die Saturation. Das heißt, er meint es ernst. Das freut uns, denke ich mal, irgendwie. Naja, mich zumindest freut das mal. Da wir so ungefähr unseren ersten guten Gegner haben, sagen wir es mal so, wie es ist.
So, alles klar. Probieren wir es mal mit makrotechnischen. So, alles klaro. Zack, dann haben wir hier alles bedroht. Dann haben wir hier. Zack. Und zwei noch. Haben wir eins. Eins. So, machen wir das mal aus. So, hier noch. Evo-chambern wir noch. Evo-chambern. Bauen wir die leer auch aus. Sehr schön. Dann bauen wir hier Creeps. Brad hin. Schauen wir, ob er der Gegner eine Third Base nimmt. Schauen wir mal, wie die Saturation hier ist. So, wir können AC-Upgrades machen. So, machen wir 1-2. 1-2-3. Und Roaches. Ja, das ist jetzt das geringste Problem, meine Freunde. Keine dritte Basis hat er genommen. Nimmt er beide Gase. Fördert... habe ich mehr? Ja, ich habe ein wenig mehr gefördert bis jetzt. So, wir machen das mal so. Wir probieren es mal mit einem... Das war ein schöner Formling. Er kommt mit Roaches angetraben. So, das haben wir natürlich sensationell gesehen. Und haben auch Roaches hier, die hoffentlich bald kommen. So, hat er 1-1er Roaches, oder wie? Ja, 1-1er Roaches gegen uns. Unser 1-1 dauert ein wenig, leider. Ein paar an der Zahl. Na gut. Wir machen auf jeden Fall... Wenn er uns noch ein bisschen Zeit lässt, dann... schaffen wir es vielleicht sogar... Queen of Gold. Position. Aha. Oh, das war einer von uns. Ich dachte schon. Okay, wir machen noch ein Inject. Und dann haben wir jetzt auch 1-1. Er wartet auf 2-2. Bevor er hier rein rusht. Wieso habe ich... Wieso habe ich hier nur einen Arbeiter und da fünf? Kann mir das einer erklären? Kein Wunder, dass hier kein Gas abgemeint wird. Wahnsinn. Richtig schlecht. So, jetzt kommt er vielleicht von da. Machen wir mal hier so. Kommt er mir jetzt auch mit Mutas? Nee, kommt er nicht. Tja, unseren Ovi kriegst du nicht. Ach, kriegst du ihn doch. Nee, kriegst du nicht. Kriegst du doch? Kriegst du nicht. Kriegst du doch? Kriegst du nicht. Jawohl. Ja, mach halt. Komm. Dann machen wir uns mal den Weg hier frei. So, und dann gehen wir hier mal schön weiter. Ich bräuchte jetzt unbedingt mal ein Vision und muss da jetzt rein. Metamorphose abgeschlossen. So, und dann machen wir das da mal. So, okay. Und zack. Wir brauchen auf jeden Fall eine Third Base, wie ich finde. Also die mal beschützen. Für den Fall, dass was kommt.
Hydrolisk Dent. Schabenhöhle. Ein Infestation Pit für 3-3. Double Evo. Hydras. Okay. Eine dritte Base, die schon fast durch ist bei ihm. Wir brauchen auch einen Infestation Pit. Ich will nämlich auch hin. Andererseits, wenn ich jetzt nicht angreife, dann könnte das ziemlich eng auswirken. Seine Schaben haben schon 2-2. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sehr schön. Die dritte bekommt er von uns. Aber wir bekommen seine Army. Und das könnte etwas für uns bringen. Wenn ich dann meine Injects nicht weiter verpennen würde. Wir brauchen einen Hive jetzt und gehen auf. Er hat schon 4 Base, also ich muss auch auf jeden Fall expandieren. Mineralienfeld erschöpft. Ich glaube, diesmal verlieren wir es ganz deutlich sogar, weil er schon wieder mit einer Megatruppe hier ankommt. Oh ja, diesmal haben wir verloren. GG, well played. Ja, da sieht man mal, dass wir noch nicht so perfekt sind. Naja, da gehen wir raus. Haben aber GG geschrieben. Das Wichtige ist auch, der Gegner hat halt gut gespielt, das muss man anerkennen. Und er war halt auch High Gold. Das heißt, wir sind noch nicht im Platin-Niveau. Der andere halt schon. Er war nämlich schon mal Platin. Ja. Schade, schade. Aber warum nicht? Warum aktuelle Saison? Karriereinfo. Er war High Platin in Saison 3. Das ist schon nicht schlecht. Also High Platin Spieler haben wir gerade verloren. Das kann man schon mal verlieren. Ich schaue mir gleich das Replay an und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, Leute. Ciao.